Hallo aus Brüssel. Mein Name ist Evelyn Gebhardt. Ich bin Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und arbeite zurzeit an einem Gesetzgebungsvorhaben, dem sogenannten New Deal for Consumers. Wir wollen die Rechte der Verbraucher in Europa stärken. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen, Online-Plattformen transparenter zu machen. Es ist ungerecht, dass Online-Marktplätze wie Booking.com, Hotels.com, Amazon und so weiter ihren Kunden nicht mitteilen müssen, ob und wie Anbieter für ihre gute Platzierung bezahlt haben. Es ist für Verbraucher schlichtweg nicht nachvollziehbar, wie diese Rating-Ergebnisse zustande kommen. Bei der Planung des nächsten Urlaubs nutzt fast jeder Online-Plattformen wie diese, um die passende Unterkunft zu finden oder einfach das beste Angebot zum besten Preis. Aber ist das vorgeschlagene Angebot für den Kunden wirklich das Beste? Es ist widersinnig, dass ein familiengeführtes kleines Hotel mit ausgezeichneten Ratings nicht ganz oben auf der Rankingliste auftaucht, nur weil seine Wettbewerber Provisionen an den Plattformbetreiber bezahlen können. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass Online-Marktplätze, aber auch Vergleichsplattformen offenlegen müssen, wie ihre Rankings zustande kommen und bezahlte Platzierungen auf den ersten Blick sichtbar gemacht werden müssen. Das ist gut für die Verbraucher und Verbraucherinnen und das geht gut für kleine und mittelständische Betriebe, die sich Provisionszahlungen nicht leisten können und nur mit ihrer Leistung punkten können. Wir wollen Online-Marktplätze wie beispielsweise Amazon dazu verpflichten, offenzulegen, ob Verbraucherrezensionen auch tatsächlich von Verbrauchern kommen, die das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich genutzt haben. Nur solche sind für die Verbraucher hilfreich und eben nicht negative Bewertungen von einem böswilligen Konkurrenten. Ebenso wenig hilfreich sind positive Bewertungen von einem unterbezahlten Clickworker, der eine große Menge gleichaltiger, positiver Rezensionen jeden Tag entwirft, ohne das Produkt jemals selbst genutzt zu haben. Ich hoffe, dass wir im Europäischen Parlament noch diesen Frühling das Gesetzgebungsverfahren abschließen können, damit diese Rechte baldmöglichst in den Mitgliedstaaten zur Anwendung kommen.